Hallo ihr Säblinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Riding Out aus der Beta. So, ich stehe hier diesmal ohne Pferd in der Stadt, denn wir schnappen uns jetzt eine Möhre. Ich bin gefragt worden, ob ich hier noch mal ein Pferd zähmen kann. Und das können wir natürlich tun. Deswegen müssen wir uns jetzt erstmal wieder eine holen. Und ich dachte mir, die Pferde, die wir jetzt zähmen, die könnten wir ja oben dann zu dem Haus auf die Weide stellen, wo wir dann hinziehen werden. Ich muss mal noch schauen, vielleicht werde ich die später noch umverteilen. Weil das wird dann nicht, werden nicht die Pferde sein, die jetzt so primär meine sind. Das werden eher so vielleicht Zucht- und dann später Verkaufspferde, die ich jetzt zähme. Da sind wir aber auch gleich bei dem Thema, was ich noch erzählen wollte, was ich mir überlegt habe. Es wird ja irgendwann möglich sein, Pferde zu züchten und eben auch mit anderen Spielern zu handeln und zu verkaufen. Und ich habe mir überlegt... Ich werde natürlich auch erstmal mir noch Pferde nachzüchten, das ist ganz klar. Das möchte ich ja auf jeden Fall auch. Ich möchte ja dann mir neue Pferde nachzüchten, vielleicht auch mit neuen Farben. Aber ich habe mir überlegt, dass ich mir vielleicht so nach einer Weile, wo das dann möglich ist mit dem Züchten, vielleicht ist ja dann auch das Züchten schon deutlich möglich, deutlich früher, bevor das Handeln mit den Pferden möglich ist. Kann ja sein, weiß ich nicht. Dann fällt das Problem sowieso weg, dass ich dann direkt nachzüchten würde für andere. Dann würde ich ja sowieso erstmal nur für mich züchten, für meinen Bedarf in Anführungsstrichen. aber ich habe mir überlegt, was haltet ihr denn davon, wenn ihr dann da reinschreiben könnt, Wunschhengst, Wunschvater und Wunschmutter, welche Stute ihr gerne haben möchtet. Und ich dann quasi auf euren Wunsch hin züchte. Und ich dann, dass ich eben schaue, ich weiß ja noch nicht, ob das vielleicht auch was kostet, dann die Fohlen auf die Welt zu holen. Normalerweise hat man da ja, opala, da hinten muss ich hin. Ich wollte nämlich mir nochmal ein braunes zähmen. Ich weiß es gar nicht. Muss man da, ja, da muss man ja normalerweise den Tierarzt zahlen. Ich weiß es nicht, ob hier dann auch Kosten entstehen für das Abfohlen. Ich werde mir dann aber Preise überlegen. Entweder, dass ich dann zum Beispiel direkt das Fohlen verkaufe. Oder dass ich das Pferd vielleicht schon ein bisschen trainiere auf seine Fähigkeiten hin, was dann aber entsprechend das Pferd teurer macht. Vielleicht auch dann je nach Rasse und Abstammung eine Preisliste mir überlege. Und dass ihr dann sagen könnt, welche Pferde ihr, wie gesagt, als Eltern haben wollt. Oder ihr sagt, was heißt ich, wenn es da mal irgendwann Trakehner geben soll. Ihr sagt, ja, ich möchte gerne, dass du mir einen Trakehner züchtest. Und ich dann eben sage, ja, Trakehner kostet so und so viel bei mir. Willst du es als Fohlen haben, willst du es trainiert haben und ihr dann eben wählen könnt. Und ich das dann so ein bisschen noch in den Folgen zeige, dass ich da quasi dann eure Pferde züchte und trainiere und wie auch immer. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, weil ich werde bestimmt viel auch mit der Zucht mich beschäftigen. Und von daher dachte ich mir, dass das doch vielleicht eine ganz lustige Idee ist, wenn ihr jetzt natürlich sagt, oh, nee, ich züchte mir meine Pferde lieber selber und zahle nichts dafür oder vielleicht eben nur eine Abfuhrgebühr, wie gesagt, weiß ich nicht, ob es das gibt, ist ja völlig in Ordnung. Deswegen bin ich jetzt einfach mal gespannt, was ihr dazu sagt, ob das was für euch wäre. Weil wenn ja, ich glaube, ich hätte da echt Spaß dran, so ein bisschen das Ganze quasi wirklich aufzubauen wie so ein richtiges Gestüt. So, aber wenn ihr natürlich sagt, oh, nee, lass mal, dann mache ich mir dann nicht irgendwie die Mühe mit Preisliste oder sowas. Dann mache ich das halt auf Anfrage. Muss ich sowieso mal schauen, ob ich das jetzt wirklich mit Preisliste und sowas mache. Aber ich dachte mir, dann ist es vielleicht etwas übersichtlicher. So. Aber wie gesagt, das ist alles ja noch gar nicht spruchreif. Das kommt dann erst, wenn wir wissen, wie man züchten kann, ob dabei Kosten entstehen, wie hoch allgemein die Pferdepreise so am Markt sind. Sowas eben alles. So, hier unten waren die doch irgendwo. Ja, da unten ist eins. Genau, hier ist eins. Und da ganz da hinten stand nämlich auch noch eins, hatte ich mir damals geschrieben. Ich weiß aber nicht, wo das Gute jetzt hin ist. Da hinten, ja, ist aber auch ein brauner. Dann können wir auch den hier zuerst zählen. Da sind wir jetzt gerade näher dran. Hoppala, da leckt es gerade ein kleines bisschen. So, Möhrchen. Hat's geschmeckt? Ja? Fein. Ist das ein anderes Braun?
Es wirkt so ein bisschen anders, ne? Kann das sein? Das muss ich gleich mal austesten. Muss ich gleich mal neben ein anderes braunes stellen. Aber ich meine, entweder es kommt, weil ich so ewig lang nicht mehr auf meinem braunen Pferd geritten bin. Oder ich meine, das ist ein anderer Braunton. Ein bisschen matter. Was bist du denn? Bist du Hengst oder Stute? Ich glaube, das ist, ja, das ist auch ein Hengst. Es ist echt, ja, ein Pferd. Ich gucke den hier immer zwischen die Beine. Ach ja. Ach, schön. Ach, ich mag das ja einfach so auch durch die Gegend zu reiten, alleine einfach nur. Ich finde, dass das Gras und alles, das sieht so, auch auf die Entfernung, das sieht einfach richtig hübsch aus. Jetzt schon. Und ich bin gespannt. Ich habe gesehen, Caro ist jetzt auch schon gefragt worden im Forum, ja, was ist denn die grafische Verbesserung, die uns erwartet? Aber sie darf uns wohl noch nichts verraten. Oder ist sie jetzt im Forum gefragt worden oder auf Facebook? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Auf jeden Fall ist sie jetzt gefragt worden. Aber sie darf uns da aktuell noch gar nicht so viel verraten. Ach Gott, hier sind wir jetzt rausgekommen. Ha! Unser Häuschen mit Zaun. Deswegen kann ich da auch noch nichts zu sagen. Oder ich weiß auch noch nicht, was ich da vermuten könnte. Also ich bin absolut neugierig. Oh, guck mal, hier ist ein bisschen Kantenbildung am Popo hinten. Hier in dem Bereich. Seht ihr das beim Laufen? Ja, ne? So ein bisschen. Deswegen, also da kann ich auch noch gar nichts sagen. Wie gesagt, ich habe auch null Vermutungen, aber ich bin ultra gespannt, was uns da bei den grafischen Verbesserungen schon erwarten wird. Und natürlich bin ich auch auf den Tag-Nacht-Zyklus sehr gespannt. Es wird ja wirklich in dem Spiel sehr, sehr dunkel bei Nacht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann hier im Wald so ein bisschen gruselig sein könnte. Dann wäre es ganz cool, wenn man hier am Weg... Warte mal, kann man hier am Weg? Das muss ich doch jetzt mal ausprobieren. Dekoration. Es ist rein theoretisch möglich. Es ist rein theoretisch möglich, hier Laternen zu setzen. Und ihr Lieben, dann weiß ich nämlich jetzt schon, was wir dann machen, wenn Nacht ist. Dann werden wir nämlich erstmal die Wege ausleuchten. Oh, ich sitze ein bisschen schepp. Weil ansonsten traue ich mich nämlich nicht mehr hier vor die Tür nachts. Ich bin doch so ein Angsthase. Ja, da müssen wir dann auf jeden Fall mal schauen. Jetzt reite ich hier ins Dorf. Dabei wollte ich doch zum Hof zurück. Ich wollte doch schauen. Ich wollte es doch mal mit dem anderen Braunen vergleichen in der Sonne. Weil ich einfach das Gefühl habe, dass er hier ein bisschen matter ist und das andere ist ein bisschen rötlich-braun. Müssen wir mal schauen. Naja gut, dann reiten wir jetzt hier eben den Umweg. Ist ja auch kein Thema. Kein Ding. Dann reiten wir jetzt hier. Komm hier, wir springen mal einfach durch die... Oh. Guck mal hier. Sammlergegenstand erhalten. Eigentlich wollte ich das ja in extra Folgen machen. Und da werden wir auch mit weitermachen noch. Aber ich meine, wenn wir das Teil schon da stehen sehen, dann können wir es ja auch direkt mit einsammeln. So, da bin ich auch mal noch gespannt, ob es dann noch irgendwann mal eine Übersicht geben wird, wie viel man davon schon gesammelt hat. Aber das denke ich bestimmt. Bestimmt, wenn man irgendwann sein Profil auch öffnen kann, dass man dann schauen kann, was man an seinem Charakter anzieht. Man wird es ja auch irgendwann, wird man ihn ja vom Aussehen her auch noch verändern können. Männer werden ja auch möglich sein im Spiel. Das, ich glaube, das hatte ich schon erzählt. Wenn nicht, dann, ihr könnt auch männliche Charaktere spielen. Und vielleicht kann man da dann, hat man da vielleicht dann so eine Anzeige von wegen so und so viele Trophäen gefunden oder sowas. Aber keine Ahnung, das weiß ich natürlich auch noch nicht genau. Oh, oh Gott, was mache ich denn hier? So ein bisschen anders ist er. Wisst ihr, hier, der ist so ein bisschen rötlicher hier am Bauch und am Unterhals. Während er hier dann wirklich so dieselbe Farbgebung hat. Tja, langsam wird es hier jetzt eng. Ich will den aber auch nicht alleine auf die andere Weide stellen. Das habe ich eigentlich jetzt auch nicht vorgehabt. Das ist aber auch nicht der hier. Der sieht nochmal anders aus.
Genau, das war das Stückchen, was wir im Stream noch gezähmt hatten. Hatten wir jetzt auch noch eins gezähmt gehabt. Das heißt, da können wir den jetzt noch ein bisschen zustellen. Dann ist er hier nicht ganz so alleine. Hier wollt ihr mal ein bisschen kuscheln. Gut, wir könnten die beiden natürlich jetzt auch zu dem anderen Haus rüberstellen. Dann ist da auch schon mal so ein bisschen was los. Ach, das können wir eigentlich auch noch in einer anderen Folge machen. Ich bin jetzt schon häufiger gefragt worden, warum ich die Folgen nicht länger mache. Ich mache sie deswegen nicht länger. Vielleicht habt ihr es auch im Weekly schon gehört, weil sie dann so ultra lang verarbeiten und hochladen. Und wenn ich so ein 18-Minuten-Video mache, hat das Video, die fertige Videofile, tatsächlich eine Größe von um die 4 GB. Das heißt, das Video ist größer als das ganze Spiel hier. Und das ist schon krass. Also, das ist... Und deswegen halte ich eben die Videos alle ein klein bisschen kürzer und nicht zu lang, damit wir eben auch, damit ihr das nicht erst sonst dann spät am Tag, am Abend seht. Ja. Ah, schön. Ich finde das einfach schon... Ach ja. Ich freue mich einfach schon so ultra auch aufs Züchten und alles. Und dann auch darauf, in den Multiplayer-Bereich zu können, in die Stadt. Ich bin schon sehr, sehr neugierig darauf. Ich würde mich jetzt an dieser Stelle aber auch schon wieder für heute von euch verabschieden. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was haltet ihr denn von dieser Zuchtidee? Das wäre jetzt so meine Idee, weil ich da definitiv richtig viel Spaß dran haben werde. Und wie gesagt, dann schaue ich mal, ob ich das vielleicht nur auf Auftrag, also so der Reihe nach mache und quasi den Preis dann entsprechend der Situation bestimme. Und ob ich sage, ja, wie gesagt, das heißt, ich ein Fohlen dieser Rasse macht so und so viel im Fohlenzustand, im ausgewachsenen Zustand so und so viel. Und wenn ich es dann noch trainieren soll, nochmal einen Ticken mehr. Wie gesagt, das schaue ich dann mal. Aber schreibt mir erstmal in die Kommentare, ob ihr da prinzipiell Interesse dran hättet an einem Seption-Gestüt. Okay, damit verabschiede ich mich dann für heute von euch. Morgen machen wir weiter und dann bis morgen. Tschüss.